Erste Trainingseinheit für Lucien Favre, 60, in Dortmund. Am Montagmorgen startete der BVB in die Vorbereitung auf die neue Saison. Um Punkt 10.30 Uhr kam die Mannschaft, Sebastian Rode als erster, mit Favre und seinem Co-Trainer Erwin Terzic, 35, auf das Trainingsgelände in Brakel. Bei bestem Wetter absolvierten Mario Götze und Co. ihre erste Einheit. Foto, Bernd Thyssen. Deutsche Presseagentur. Favre ließ seine Jungs vor rund 300 Fans erst zwei Runden laufen, es folgten ein lockeres Aufwärmspiel, 4 gegen 2, Passübungen und ein Abschlussspiel. Favre beobachtete viel, griff selten, dann aber bestimmt, ein. Zwischenzeitlich beriet er sich an der Seitenlinie mit Boss Hans-Joachim Watzke, 59, Manager Michael Zorc, 55, und Sebastian Kehl, 38, dem neuen Leiter der Lizenzspieleabteilung. Ruhige, aber klare Ansagen, neu BVB-Trainer Favre in Aktion. Foto, Bernd Thyssen. Deutsche Presseagentur. Um 11.49 Uhr, nach 79 Minuten war die erste Einheit unter dem neuen Coach beendet. Auffällig, das Training war deutlich intensiver und konzentrierter als noch vor einem Jahr unter Ex-Trainer Peter Boss, 54. Damals entstand eher der Eindruck eines Schaulaufens. Von den 5 Neuzugängen standen 4 gleich auf dem Platz. Marius Wolf, 23, kam aus Frankfurt, Abdou Diallo, 22, aus Mainz, Marvin Hitz, 30, aus Augsburg, und Erik Oehlschlägel, 22, aus Bremen. Nur Thomas Delaney, 26, ebenfalls von Werder, hat nach seinem WM-Auftritt mit Dänemark noch 3 Wochen frei. Favre bespricht sich mit Michael Zorc, Hans-Joachim Watzke und Sebastian Kehl, VL-Foto, Alex Gottschalk, dfudi.eu. Gleiches gilt für Marco Reus, 29. Der Nationalspieler stößt erst 2 Tage nach Start der USA-Reise zur Mannschaft. Am 18. Juli geht's ab nach Amerika, in Chicago trifft Dortmund auf Man City, in Charlotte auf Liverpool und in Pittsburgh auf Benfica Lissabon.